Hallo zu meinem letzten Video dieses Jahres. Nächstes Jahr geht's weiter. Jetzt die Weihnachts-Edition mit dem Weihnachts-Tavern-Brawl. Und ja, ich habe gerade mit meinem Wohnungskollegen irrsinnig lustiges Deck gebaut für dieses Brawl, weil wir wissen alle, bei Weihnachten geht's nur darum, mehr Geschenke wieder andere zu bekommen. Und das ist dieses Deck hier. Und bevor er da weiter drauf eingeht, werden wir das jetzt einfach in voller Action sehen. So. Bei diesem Tavern Brawl ist es so, dass am Ende des Zuges wieder Geschenk reinkommt, wenn man kein Geschenk bei sich liegen hat. Und dieses Geschenk ist 04 und Death Rattle, man kriegt ein, man discovered ein schönes Geschenk. Das kann entweder irgendein guter Spell sein für 0 Mana. Ich glaube, das ist eigentlich immer nur das 3 Minions vom Gegner zurück auf die Hand heben. Oder es ist einfach starker Minion oder Spell von der gegnerischen oder eigenen Klasse für sehr wenig Mana. So. Das gefällt mir schon sehr gut. Doomsayer und Crazed Alchemist. Die Sache ist die, die Minions haben im Death Rattle, wenn sie gekillt werden, geben sie ein Geschenk. Das heißt, auch wenn man sein eigenes Geschenk tötet. Und das werden wir machen. Und ich glaube, wir legen gleich direkt los mit dem Doomsayer. Oh ja, wir tun das. So, schauen wir mal, ob er mit 2 Mana meinen Doomsayer killen kann oder ob wir einfach gleich mal 2 riesige Geschenke kriegen. Ja, ich glaube, das wird ihm nichts helfen. Aber Warlock hat einige Möglichkeiten, um die Geschenke zu zerstören. Aber wir haben schon mal einen sehr guten Start, würde ich sagen. Was? Ja, 2. Passt. Wir haben schon gedacht. Hey. Nicht nur eins. Er spielt auch diese Clockwork. Nein, eigentlich sollte ich zuerst das Geschenk aufmachen. Das ist viel gescheiter. Vielleicht hätte doch beide Clockwork noch umspielen sollen. Was nehmen wir da? Es geht wirklich nur darum, möglichst viele Geschenke zu bekommen. Das ist sowieso wichtig. Ich glaube, ich werde Dark Whispers nehmen. Damit kann ich mir den Buff von der Geschenke. Ich hätte einfach beide legen sollen. Mit denen haben wir 4 Schaden, um ein Geschenk zu killen. Auch mit dem kann man natürlich super Geschenke killen, vor allem auch die eigenen. Es ist viel lustiger, die eigenen Geschenke zu killen wie die anderen. Weil ihr seht, wie sehr es mich jetzt ärgert, dass ich dieses Geschenk nicht bekommen kann. Aber gut, wir klauen uns auch wieder ein Geschenk. Und den hier räumen wir ab. Das Schöne ist, man kann ja das Spare-Part bekommen, wo man eben die Attack und Defense swappt. Was halt quasi auch ein Geschenk gratis ist. Ich glaube, es steht gerade 3:1 mit Geschenken. Das ist das Wichtigste. Einfach mehr Geschenke wie der andere kriegen. Das ist schön. Ich glaube, das wird wieder Zeit für einen Doomsayer. Da greifen wir natürlich nicht das Backerl an, nicht, dass er nur irgendwie sie leichter tut, es kaputt zu machen. Jetzt bald geht's ans Geschenke aufmachen. Shadowbolt. Shadowbolt. Bin mir gerade nicht sicher, zu wem am Ende des Zuges Geschenk kommt. Ups.
zu ihm kommt oder zu mir. Ich hoffe, es kommt bei ihm jetzt wieder ein Geschenk ins Spiel. Ich glaube, jetzt kommt gerade keins. Okay, ja, schade, nur eins kriegt. Das heißt, es steht jetzt 4 zu 2 mit Geschenken. Wir wollen mehr Geschenke haben. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar aufmachen. Keine Glamberer ist nicht so schlecht. Es sind jetzt sogar schon 3 Minions gestorben, das heißt, wir kriegen dann sogar für 1. Das ist doch wirklich cool. Ein Szenario ist, wenn wir auch noch dazu nehmen. Schauen wir da noch rein. Wie viel ist am Doomguard? Oder Bane of Doom? Ja, 4 ist am Doomguard. Und die beiden bringen wir noch. Ja. Der hat offensichtlich auch verstanden, worum es zu Weihnachten geht. Wir haben schon 2 Geschenke geklaut. Na gut. Ihr habt da offensichtlich einen Rivalen hier. Das wollen wir uns natürlich wieder. Schauen wir mal rein. Nehmen wir uns nur ein Szenario. Ja, machen wir es so. Dann kann man nächste Runde dann nochmal +2/+2 geben. Ist offensichtlich ja nicht so schlecht, um seine eigenen Pakete zu trümmern. Bin mir jetzt gar nicht sicher, hat er nicht einen von uns auch gekillt? Nein, ich glaube, er hat nur 2 von sich gekillt und wir haben insgesamt 4 gekillt. Also ihr könnt das sein eigenes silenzen. Hellfire. Okay. Na, der hat es offensichtlich schon verstanden. Wenn ich das nicht selbst killen kann, ich meine. Na, das geht. Na! Das habe ich schon jetzt. Das habe ich schon mehr als einmal gemacht mittlerweile. Hat Einsatzverzögerung. Das geht nicht. Na gut. Bevor es. Wenn es ich nicht krieg, dann kriegt es keiner. Es ist jetzt 4 zu 3 an Geschenken hier. Ich kann das Spiel nicht verlieren. Ich kann nicht weniger Geschenke kriegen wie er. So, was machst du jetzt? Das scheint es gewesen zu sein, oder? Ja, es war eine schwache Runde. Nur 4 zu 3. Wir haben nur 4 Geschenke gekriegt. Der andere hat sogar 3 gekriegt. Das war nicht gut. Aber das machen wir jetzt besser. Also wie gesagt, der hat offensichtlich schon verstanden, worum es zu Weihnachten geht. Es gibt sehr viele Gegner, die es noch nicht so ganz verstanden haben und die sind sichtlich verwirrt, wenn man anfängt, seine eigenen Minions zu silenzen und zu killen. Das ist sehr lustig. Wenn man mit dem ersten Zug Naturalize auf seine eigene Kiste macht. Das ist super. Malfurion versus Uther. I will fight with honor.
glaube, Paladin hat nicht wirklich viel Karten, um seine eigenen Minions zu killen. Poison Seeds ist zwar sehr, sehr toll, aber ich gebe das mal weg, weil ich will wirklich was haben, mit dem wir einen tollen Start haben. Doomsayer zum Beispiel. Soll ich das schon mit Innervate spielen? Ich glaube, möchte eigentlich nicht. Eine Runde warten wir da nur. Macht jetzt wahrscheinlich nicht viel im ersten Zug. Ich hoffe, der spielt keinen Crazed Alchemist. Na. Bin zufrieden. So. Der Keeper of the Grove ist super. Man kann entweder lowe Kisten abstauben oder man kann sie einfach silenzen. Kistentime. More Gifts. Sehr schön. Schauen wir gleich rein. Mhm. Ich glaube, den nehmen wir sogar. Schauen wir da auch noch rein. Trick the Pure Mysterious Challenger. Hm. Sollen wir zwei Karten ziehen? Nehmen wir zwei Karten. Den hier nur. Ja, eigentlich sollte ich zuerst zwei Karten ziehen, wird gescheiter. Okay. Na, da können wir eh wieder Kiste killen. So, jetzt steht 2 zu 0 an Gifts. Mehr Gifts für uns. Der wird gesilenced. Weil vielleicht hat er da irgendein blödes Secret drinnen. Wenn das irgendwie verhindert, dass ihr eine Kiste kriegt, dann bin ich ja ziemlich sauer. Deswegen. Deswegen werde ich da sogar Innervate verwenden. Es geht nichts über Kisten. Okay. 3 zu 0. Ja, ihr Mensch. Ihr Mensch interessiert doch niemanden. Poison Seeds bringt uns auch Kisten. Aber dabei macht es uns noch recht leicht. Also, das geht dann auch schon. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, nicht Erm anzugreifen, sondern einfach die Kiste nachher nur zu buffen. Aber ich wollte auf jeden Fall mindestens eine kriegen. Also wenn da zwei Einser dazwischen gesprungen wäre, dann wäre es einfach nicht ausgegangen sonst. Schauen wir mal, was wir so kriegen. Fangen wir mal mit dem an. Zack. Eine Kiste. Ja, schauen wir gleich rein. Ein Melon? Ja, nehmen wir einen Melon. Noch eine Kiste. Schauen wir auch gleich rein. Tyrion Fortring, der ist doch nicht so schlecht. Und dann bringen wir noch mehr. Juhu! Wie stehen wir gerade? Stehen wir gerade 5 zu 0 an Kisten? 5? 5 Geschenke für uns. Wichtig, es geht hier nicht um Gewinnen oder Verlieren, es geht hier nur um Kisten. Ich
entrance. Job done. 7 Geschenke zu 0 Geschenke. Ich glaube, das eskaliert gerade etwas. Ja, ich glaube, da müssen wir eingreifen. Nebenbei wieder ein paar Geschenke holen. For the Ancients. Mir voll egal, ob der jetzt einen Schaden mehr nimmt oder nicht, weil er wird sowieso zerstört. Waren das jetzt 7 Geschenke? Oder waren es dann schon 9? Egal. Viele Geschenke. Ja. Da schauen wir rein. So. Ja, gehen wir ihm noch welche auf die Hand zurück. Das gefällt mir alles nicht, was wir haben. Nur weil man alles dafür tut, Geschenke zu bekommen, heißt es nur lange nicht, dass man nicht mit den Geschenken umgehen kann, wie wenn man es zum Saufuttern hätte. Aber wir haben es zum Saufuttern. Deswegen schmeißen wir es einfach alle raus, weil wir haben so viele schöne Geschenke. It's time for a little blood. Shields off. Red alert. You think that's cool? Sollen wir uns einen Doomsayer spielen und einen Tyrion Fordring davor? Ich glaube, das machen wir. Put your faith in the light. Das ist gut. Und da kriegen wir sogar noch eine Kiste vorher. Jetzt sind wir bei 8, oder? Na, das hätten wir wieder vorher machen sollen, aber es ist wurscht. Spielen wir nur einen Tyrion Fordring. Job's done. I have to get back to Mrs. Winter. Das wäre toll. Ich glaube, das ist dann Geschenk Nummer 9 und 10. Nein! Nein! Aber es geht sich nicht aus. Wenn der jetzt ein Geschenk von mir klaut. Nein, er klaut mir ein Geschenk. Nein! Das perfekte Weihnachten ist wohl nix. Das ist wirklich stolen. Ich hoffe, kann man den jetzt nicht killen durch das, was er gerade noch gezogen hat. Das kann nämlich schon sein. Na gut. Klar, jetzt wird einmal ein bisschen Geschenke geöffnet. Ja, jetzt wird Geschenke geöffnet. Fangen wir mal mit dem an. So. Engine of Lore? Na, ich nehme Nourish, das bringt mir 2 Mana mehr. Ich brauche, glaube ich, die Runde viel Mana. Enter the Colosseum. Was haben wir da? Der Rest ist aber wirklich Müll. Ich glaube, wir nehmen das trotzdem. Was haben wir noch? Anything can happen. Einfach nur, weil es verdammt cool ist. Es sind 2 Murlocs gestorben, glaube ich. Aber wir brauchen es einfach. Wir brauchen es. Dann spielen wir mal
Das hier und das hier. Eigentlich wollte ich die Geschenke anholen, aber gut, das habe ich jetzt verbeilt. Nächste Runde. So, das heißt, wir haben jetzt 10 Geschenke und er hat 1. Ich meine, ich bin fast zufrieden mit dem Ergebnis bis jetzt, aber nur fast. I wonder. Schauen wir mal, was da drin ist. Schauen wir mal, ob wir noch heben. Edric the Pure. Handpacked Snowballs. Nehmen wir uns mal das. Vielleicht brauchen wir es noch. Starfall. Oder Dark Whispers. Was haben wir da liegen? Nehmen wir Dark Whispers, da können wir uns wieder was holen. So, das räumen wir ab. Das räumen wir ab. Na, ah, schon wieder. Ich mach das jedes Mal. Der hat schon wieder Einsatzverzögerung. Ach, wir holen jetzt Murlocs. Wir brauchen Verstärkung. So. Ich glaube, das wird einem nicht so viel helfen. Das bringt nur mir wieder Pakete. Na ja, gut, hat wahrscheinlich nur Consecration. Schade. Jetzt kriegt er schon wieder eins. Mittlerweile habe ich, glaube ich, schon ein bisschen mich verzählt, oder? Jetzt haben wir jetzt bei 10 zu 2 oder bei 11 zu 2. Ich weiß es schon gar nicht. Schau mal, was für ein Murloc wir kriegen. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Kaputt. Nehmen wir mal nochmal das. Wobei, Dragon Consort, dann könnt ihr den billiger machen und dann stirbt er. Nein, das macht keinen Sinn. Wobei ich dann nur meine Pakete spüren könnte. Na gut. Ja, da haben wir schon einige Pakete gekriegt. Das ist eine gute Runde. Und es ist erstaunlich, wie viel man Spiele man gewinnt, indem man einfach nur schaut, möglichst viele Pakete zu kriegen und der andere möglichst wenige. Die Pakete sind einfach so unglaublich gut. Yeah. Machen wir nur ein drittes. Vielleicht kriegen wir nur ein perfektes Weihnachten zusammen. Naturalize habe ich, glaube ich, noch gar keins gehoben, oder? Das ist nämlich auch nicht so schlecht. Ach, wieder ein Paladin. Na gut.
I will fight with honor. I must protect the wild. Puh. Das ist mies. Das Ding wird behalten wir mal noch. Zumindest der Poison Seeds. Das ist nicht so schlecht. Mit Innovator ein bisschen früher. Aber ja. Ich hätte gern lieber Doomsayers und Naturalize oder Crazed Alchemists. Yep. Here we go. You love my new recipe. Play nice, you two. Ah, nein, ich hab's falsch gemacht. Ich hätte natürlich mein eigenes. Ah, das war gerade der Fehler. Aber gut. Wahrscheinlich kann er eh noch nichts damit machen. Sollen wir schon innovaten und Poison Seeden? Ich würde sagen, ich schau mal rein, was ich da krieg. Da bin ich nicht so begeistert. Der Paladin hat nur Müllkarten da irgendwie drin. Na gut. Könnt immer nur Poison Seeden, wenn ich. Ja, ich glaube, ich mache das. Dann greifen wir an. Poison Seed. Dann ist sogar der Edric zumindest. Also der Ball war noch halbwegs brauchbar. Oder spür Avenging Wrath. Machen wir es. Achso, nice. Ja, machen wir es ja so. Er ist zwar nur 3,7, der wird natürlich nur viel dicker werden. Nur, wir wollen natürlich Geschenke holen. Also, soweit steht es 3:0. Mit Geschenken. Ich würde mal sagen, da kommt der Avenging Wrath. Fünf zu null. Geschenke. Der will mir ein Geschenk klauen. Aber da habe ich noch einen Taunter dazwischen. Schauen wir mal. Wir schauen eh nur in eins rein. Schauen wir in das neue rein. Double Minions Attack. Oder Tyrion Fordring. Erneuerdron, Tyrion Fordring. Erneuerdron, Tyrion Fordring. Nimm mein Tyrion Fordring. So, das haben wir bei 6 Geschenken, wenn ich mich richtig erinnere. Zu 2. Screw you. More gifts. Hello,
Ich glaube, ich brauche da so ein Spare-Bart, das man, das mich flippen lässt. Leider nicht. Ich meine, ich habe das jetzt auf jeden Fall so machen müssen, weil ich muss natürlich mein Geschenk verteidigen. Bin gespannt, was er da kriegt. Ich glaube, da muss ich jetzt mal reinschauen. Oder zuerst. Vielleicht kriegen wir ja was zum Flippen. Na, leider. Okay. Dann schauen wir mal da rein. Den können wir nicht mehr spüren. Den Iron Bark Protector auch nicht. Dann nehmen wir den Szenarios. Dann. Gut, dann werde ich es so machen, dass ich das da auch noch nehme. Ah, ich hätte es mit Ruff. Ja, das wäre auch nicht gescheit gegangen. Ziehen wir mal zwei Karten. Time waits for no one. Kann gut sein, dass er Consecration hat, das wäre natürlich nicht so schön. Leon Hands. Uah, für 3 Mana. Ist ja gut. Jetzt hat er leider immer nur 4 Mana für Consecration. Jetzt wird er wahrscheinlich eine Consecration haben. Okay. Auf jeden Fall kriegt er wieder ein Geschenk von mir, das taugt mir überhaupt nicht. Ich weiß mittlerweile nicht einmal nur, wie viel steht. Ich glaube, es steht jetzt 6-3. Das Geschenk kriegst du nicht. Nein, nur ein Szenario. Man kann nie genug Szenarios haben. So. 8-2. Also 8-3. 8-3. Aha. Spielt Murlocs. Mind if I roll need? Reporting for duty. Der legt jetzt besonders für, um an meine Kiste ranzukommen. Ich weiß ganz genau, was der will. Aber jetzt holen wir ihr erstmal wieder eine Kiste. 9-3. Ich hoffe, er hat keine Equality mehr. Es könnte natürlich sein, dass er Equality wieder gezogen hat. Aber er hat nochmal eins. Na, offensichtlich nicht. Jetzt vielleicht. Aber jetzt hat er vielleicht eins. Aber jetzt wird es ohnehin schon ein bisschen brenzlig werden. Wer weiß, vielleicht kriegen wir nur ein Szenarios in unseren 3 Paketen. Ja! Ja!
Okay, ich glaube, ich habe Weihnachten gewonnen, Jungs und Mädels. So. Gut. Eins geht noch. Mit Warlock geht es übrigens auch ganz gut, eben, dass man die Minions selbst killt, eben mit Power Overwhelming und mit diesem 3-3er-Dämon, der die Minions neben sich killt. Doomsayer gefällt mir mal ganz gut. Mr. Candlelight. So, was machst du denn jetzt? Bin mal gespannt, ob er den Doomsayer schon killen kann oder nicht. Ich hoffe, der nimmt nicht gleich mit einem Shadowward Pain mein Geschenk. Sehr gut. Schauen wir, ob sie das ausgeht. Aber ich glaube, wenn er jetzt vorher noch kein Shadow by Pain gespielt hat, dann hat er einfach keins. Wir wissen alle, dass sie nur gierig sind auf unsere Geschenke. Mein Geschenk! Schauen wir mal in eins rein. Den Volcanic Lumberer finde ich nicht so schlecht, der wird meistens noch billiger. Vor allem, wenn wir Geschenke. Zum Beispiel das. Das werden wir auch kriegen. Death does not spare me. Gifts at all. Ich glaube, da muss ich fast so machen. Jetzt hätte ich es fast versammelt. Na gut. Optimal ist es nicht. Und eigentlich, wenn der jetzt ein Ordinary Soul Priest hat und ein Circle of Healing, dann ist Weihnachten vorbei. Okay, das ist noch nicht so tragisch. Was macht er noch? Shadowed Pain. Er hat Weihnachten offensichtlich noch nicht verstanden. Na gut, dann machen wir das jetzt einfach gemütlich mit dem hier. Schauen wir in ein Geschenk rein. Drei Schaden auf alles. Wobei, das ist ein ziemlich schönes Geschenk. Das nehmen wir. The end is coming. Ja, das gefällt mir, das ist ein schönes Geschenk. Also soweit steht's, glaube ich, 3-0 mit Geschenken, oder? Oder 2-0? 2-0? 2-0 steht's mit Geschenken. Ja, 2-0. Ich glaube, das ist einer von den Spielern, die da ein bisschen verwirrt sind von den Karten, die ich spiele. Jetzt kriegen wir einen sehr billigen Volcanic Lumberer und irgendwas Lustiges.
4 Geschenke für uns. Schauen wir mal. Oh, das ist interessant. Dark Whispers oder Druid of the Fang? You have better. Offensichtlich nichts mehr. Ja, das Weihnachten ging wohl besser für mich aus. 4:0. Okay, ja. Also, ich finde das Gift Exchange Tavern Brawl recht lustig, vor allem wenn man sich so ein Deck baut. Man muss einfach den anderen eiskalt die Gegenstände, also die Geschenke wegnehmen. Dann macht es viel Spaß. Ja, also, ihr werdet es mir dann erst nächstes Jahr wiedersehen. Ich wünsche euch schönes Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ciao und bis bald.